Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo, Stolberg. Hallo. Ich wollte den Tod wegmachen. Glück auf! Ich bin aus Leipzig gerade gekommen und ich freue mich hier zu sein und ich möchte Ihnen gratulieren, dass Sie auf Anhieb für das erste Mal so eine riesige Demo auf die Füße gebracht haben. Wir schaffen es nicht mal zur Hälfte, nicht mal zum Viertel von dieser riesigen Zahl in Leipzig, obwohl wir eine große Stadt sind. Also nochmal Bravo an die Organisation und Bravo an all die Leute, die gekommen sind, trotz Kälte, heute Abend. Danke. Wie gesagt, ich bin Franzose, lebe seit fast 25 Jahren in Leipzig, bin damit ein Jahr länger in Deutschland als in meinem Heimatland. Ich war der erste EU-Bürger, der in Europa Beamte geworden ist, in einem anderen EU-Land als seins, ohne die Staatsangehörigkeit zu haben. Ich war im geöffneten Dienst der Bundespolizei in Deutschland. Manche kennen mich schon von YouTube durch meine Intervention in so eine angebliche Informationsveranstaltung über Moschee-Bau in Leipzig im November 2013, die in einer evangelischen Kirche stattgefunden hatte, wo man nach ein paar Wörtern mir das Mikro abgeschaltet haben. Es nennt sich Demokratie, aber wenn jemand die Wahrheit ausspricht und wenn man etwas sagt, was den Politiker oben nicht gefällt, dann kriegt man sehr schnell Redeverbot. Manche kennen mich auch mit einem Schapka auf dem Kopf, als ich im Januar in Dresden die Live-Schalte von ZDF gestört habe. Und manche noch kennen mich durch meine Rede vor über 20.000 Leuten bei Pegida in Dresden im Dezember. Wie gesagt, wir haben eine Situation in Deutschland, die keiner von uns hätte sich vorstellen können, aber ehrlich gesagt, eine Situation, die ich mir erträumt hatte schon seit Jahren. Und ich freue mich zu sehen, dass endlich immer mehr Deutschen sich dafür entscheiden, ihr eigenes Schicksal in die Hände zu nehmen. Es kann nicht sein, dass wir von Politikern verunglimpft werden, als Rechte, als Nazi, als fremdenfeindlichen Leuten, nur weil wir auf die Straße gehen, um unseren Unmut zu zeigen, um zu zeigen, dass wir nicht mehr länger diese Politik mittragen wollen und um denen oben zu sagen, wir sind unten die Masse und wir haben die Mehrheit, ihr oben nicht. Es ist traurig, dass in diesem Land die Leute oben in der Regierung lieber so einen integrierten EU-Bürger wie mich in Deutschland abschieben möchten, als diese ganzen Leute, die kein Wort Deutsch können und nicht wie ich nach Deutschland kommen und gekommen sind, weil sie Deutschland lieben. Nein, weil sie hier kommen in dem günstigsten System, um Geld zu kassieren. Warum wollen Leute, die aus so fernen Ländern, wo die Temperatur viel angenehmer sind als im kalten Erzgebirge, warum wollen diese Leute hierher kommen und sogar noch nördlicher nach Schweden? Nicht wegen der schwedischen Sprache oder der schwedischen Landschaft, nicht wegen der schwedischen Kultur und nicht nach Deutschland, wegen
der Küche mit so viel Schweinfleisch. Und nicht wegen der deutschen Sprache und Kultur. Nein, diese Leute kommen hierher und es muss gesagt werden, nachdem sie so viele Länder, die sicher sind, durchgequert haben, nicht weil sie vor Kriege fliehen, nein, sie fliehen nur in das beste Aufnahmesystem, das es in Europa gibt. Gegen diese Leute, die das System ausnutzen wollen. Wir richten uns gegen die Verantwortlichen, die mit unserem eigenen Geld, nämlich Steuergeld, das eigene Land verprasseln. Weil wie sonst sollten wir Leute nennen, die, obwohl sie ein Eid auf die Verfassung, Ersatzverfassung, Grundgesetz geleistet haben, nachdem sie geschworen haben, jegliche Gefahr für das deutsche Volk und die Bundesrepublik Deutschland abzuwehren, wie sollen wir solche Leute nennen, die tagtäglich ihr Eid brechen und Leute, die sich mehr kümmern um das ganze Elend der Welt als das eigene Elend in der Heimat. Ja. Aber an der Stelle muss auch gesagt werden, dass diese Flüchtlingsströme keine Naturkatastrophe ist, wie es uns verkauft wird. Es ist die Folge der Politik unserer EU-Politiker, die in der NATO den Amerikanern verkauft sind und die Interessen von Amerika vertreten und des Kapitalismus. Und diese Leute, habe ich schon vor Monaten dieses Jahr in Meißen gesagt und ich wiederhole es und stelle dazu, selbst wenn die lügende Presse es immer umstellt und falsch wiedergibt. Ich sage es wieder, für mich sind die wahren Brandstifter in Deutschland nicht dumme Rassisten, die Asylgebäude anzünden. Nein, die wahren Brandstifter sind die Politiker in der EU, Also Leute, wenn ihr mich immer unterbricht und ich nicht mal einen Satz zu Ende führen soll, habt ein bisschen Respekt dafür, dass ich so schön in eurer Muttersprache rede und genießt es. Also, ich war dabei zu sagen, dass diese Leute im Interesse der NATO unter amerikanischer Führung die Interesse der Amerikaner und ihre Kriege führen. Und diese Leute sind die wahren Brandstifter, weil sie diejenigen sind, die passiv oder aktiv mitgemacht haben bei der Zerstörung vor 13 Jahren vom Irak und jetzt von Libyen und dann sich versuchen weiter mit den Amerikanern Syrien zu zerstören. Und diese Leute haben nicht nur Chaos in Irak gebracht und damit ISIS geschaffen. Sie haben auch Chaos in Syrien gebracht, Chaos in Libyen gebracht. Und sie verkaufen weiter deutsche Waffen an nicht-demokratische Länder wie Saudi-Arabien oder Katar, die ISIS finanzieren und bewaffnen und sogar Moscheebau in Deutschland finanzieren.
deswegen bleibe ich dabei. Die wahren Brandstifter sitzen in Berlin und in Paris. Übrigens, vorhin hat der erste Redner erwähnt, dass der französische Premierminister ausgesprochen hat, dass die französischen Grenzen jetzt zu sind. Trotzdem möchte ich an die Adresse des ersten Redners sagen, was der französische sozialistische Premierminister Valls sagt, ist genauso ein Pfennig wert, wie was Seehofer sagt. Es ist nur, um die Bevölkerung für die nächste Wahl einzutüten. Wenn die deutsche Regierung, wie vor zwei Monaten angekündigt hat, dass die bayerische Grenze zu sind, es waren nur leere Wörter. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. Der einzige Unterschied ist, zu früher ist, dass man mit Fahrzeugen der Bundespolizei an der Grenze direkt die Flüchtlinge, die über die Grenze kommen, mittransportiert in die nächste Registrierungsstelle. Sonst hat sich nichts geändert. Es ist Makulatur für die dummen Gutmenschen und weitere dumme Wähler der CDU und SPD. Und ich möchte noch was dazu sagen zu den Politikern, die euch regieren. Ihr habt als Kanzlerin eine ehemalige FDJ-Sekretärin und Aktivistin, die sich in manchen Akten der Stasi anders nennt, nämlich IM Erika. Ihr habt einen Bundespräsident, der Herr Gauck, den ich, und der trägt sehr gut seinen Namen, weil ich ihn Gaukler nenne. Und diese Gaukler vorgaukelt uns, oder gaukelt uns vor, ich habe Deutsch studiert. Ja. Gaukelt uns vor seit Jahren, er sei ein Bürgerrechtler. Nein, Herr Gauck war ein privilegierter Pfarrer in Rostock, im Bonzen, Plattenbauviertel, wo nur SED-Leute wohnten. Seine zwei Söhne, während ihr nicht ausreisen durften aus der DDR, haben im Ausland im Westen studiert. Für mich sieht ein Bürgerrechtlerleben anders aus, Herr Gauck. Sie waren Bürgerrechtler, Herr Gauck. Sie haben in der DDR im Knast gesessen, in Bautzen. Und die Frauen haben in Heule gesessen, Herr Gauck. Und Sie, Herr Gauck, Sie haben nie gesessen. Ihr habt dann einen Ministerpräsident in Sachsen, der Herr Tillich. Ich werde versuchen, höflich zu bleiben. Aber wenn dann nur von solchen Pfeifen regiert wird, ist es nicht erstaunlich, dass immer mehr Leute auf die Straße gehen. Herr Tillich, dessen Vater in der SED ein wichtiger Bonze im Kreis der Stadt Kamenz war, war in der Ost-CDU. Also ihr merkt, wir werden geführt, entweder von ehemaligen Kommunisten und SED-Leuten oder Pfaffen oder von Leuten aus den Ostblock-Flötenpartei. Und diese Leute sind wie die Scheiße. Es schwimmt immer oben.